Der Solarkollektor erzeugt immer dann Wärme, wenn Sonnenlicht auf den Absorber trifft. Auch wenn diese Wärme nicht benötigt wird, ist die Wärmeabnahme durch den vollständig geladenen Speicher nicht mehr möglich, schaltet sich die Umwälzpumpe ab und die Solaranlage geht in Stagnation. Bei weiterer Sonneneinstrahlung führt dies zu einer steigenden Kollektortemperatur bis hin zur Verdampfung des Wärmeträgermediums. Dies belastet die Anlagenkomponenten. In Anlagen mit einer schaltenden Absorberschicht wird die Dampfbildung zuverlässig vermieden. Oberhalb einer Temperatur von 75 Grad Celsius wird die weitere Energieaufnahme reduziert, indem die Absorberbeschichtung ihre Kristallstruktur und damit ihre optischen Eigenschaften verändert. Überschüssige Wärme wird wieder abgestrahlt. Dadurch nimmt die Anlage während einer längeren Abwesenheit, zum Beispiel dem Sommerurlaub, keine Schäden durch Überhitzung und kann im Normalbetrieb eine erhöhte solare Deckung erreichen, da ein kontinuierlicher Betrieb möglich ist.